Angenommen, die SPD kommt in die Regierung und Sie werden Ministerin. Was sind dann Ihre Pläne für die nächste Legislaturperiode? Na, das kommt ein bisschen darauf an, welche Ministerin ich werde. Ich bin im Kompetenzteam von Peer Steinbrück für den Verbraucherschutz zuständig. Da haben wir schon ein Programm vorgelegt, was wir als erstes machen wollen. Begrenzung von Dispozinsen beispielsweise, Begrenzung von Bankautomaten. Wir müssen nochmal überhaupt an die Geschäfte im Internet und die Frage, ob der Verbraucher da hinreichend geschützt ist, ebenso wie bei Lebensmitteln, Informationen bei Lebensmitteln, keine gentechnisch veränderten Lebensmittel in Deutschland und anderes mehr. Sollte ich wieder Justizministerin werden, dann glaube ich, steht als erstes die Reform des Urheberrechts auf der Agenda. Da hat die Kollegin leider nichts gemacht und da ist dringender Handlungsbedarf, der auch massiv eingefordert wird von den Künstlerinnen und Künstlern. Und wir müssen an das leidige Thema Vorratsdatenspeicherung, denn ich meine nicht, dass es sein kann, dass Deutschland mit hohen Strafzahlungen belegt wird, nur weil wir eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht umsetzen. Variante 2, wenn es die Opposition wird und Sie dann im Bundestag sind, was wären dann die Pläne? Die werde ich mit der Fraktionsspitze absprechen, was die Frage der Ausschüsse anbelangt. Ich würde mich dann auf alle Fälle wieder als Justiziarin der Fraktion bewerben. Welche Darmstädter Themen wären Ihnen denn wichtig, dass die in Berlin vertreten werden? Das Wichtigste, was wir an Darmstädter Themen in Berlin machen können, ist die Verkehrssituation. Das betrifft einmal den ICE halt, das betrifft aber auch die Frage von Umgehungsstraßen. Denn wenn man sich mal anguckt, was sich im Moment auf der Umgehungsstraße zwischen Funkstadt und Darmstadt abspielt, da kann man nur sagen, das ist ein einziges Trauerspiel. Selbst morgens um 10 steht man dann noch eine Dreiviertelstunde im Stau. Und da muss dringend was getan werden. Wir müssen die Verkehrssituation vom Landkreis in die Stadt und durch die Stadt unbedingt verbessern. Also ganz dringend muss angegriffen werden, die Energiewende sowohl im Gebäude- als auch im Verkehrsbereich. 40% der Endenergieverbräuche werden für das Beheizen von Wohnungen gebraucht. 20% wird gebraucht für zum Beispiel den motorisierten Verkehr, immer noch auf Ölbasis im Wesentlichen. Und die Energiewende muss also durch eine radikale Einsparung von fossilen Brennstoffen jedweder Art erreicht werden. Die liegt ja auf Eis im Grunde. Die AKWs sollen noch weiter vom Netz genommen werden. Da muss jetzt richtig was passieren. Dann würde ich sehr viel mehr tun für bezahlbaren Wohnraum, also Wohnungswirtschaft stärken, Gelder an die Länder für sozialen Wohnungsbau, Mietrecht entschlacken, um vor allen Dingen die Preisspirale in den Griff zu kriegen. Das wären so die ersten Maßnahmen, die ich angehen würde. Die Mietpreise, das ist ja auch ein Darmstädter Thema sozusagen. Gibt es noch etwas anderes, was aus Ihrer Sicht dringend ist, womit der Wahlkreis in Berlin vertreten werden muss? Also ein ganz wichtiges Thema für den Wahlkreis wäre ganz sicherlich dieses Thema BIMA-Gesetz ändern, also dass man endlich die BIMA gesetzgeberisch in den Stand versetzt, dass sie die Grundstücke zu entsprechend günstigen Konditionen an die Kommunen geben kann, damit nicht weiter nur Investorenlösungen dort möglich sind, sondern damit zum Beispiel dort auch eine Vielfalt von Wohnraum entsteht, Wohnprojekte ihren Raum kriegen, damit dort eine angenommene Wohnsiedlung entsteht und kein zusätzliches Hochmietpreissegment, das wir in Darmstadt ganz gewiss nicht brauchen können. Es gibt ein paar Schwerpunkte hier in Darmstadt, also mit Bundesbezug. Das eine ist die Verkehrsinfrastruktur, das andere ist die Wohnraumsituation in Bezug auf die BIMA, auf die Konversionsflächen. Und das andere ist die allgemeine Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Darmstadt. Ich sage es einfach mal so, dass aus meiner Sicht, als jemand, der nun aus der Kommunikation kommt, die Hälfte seines Lebens da verbracht hat, ich habe anfänglich nicht gewusst, was Darmstadt alles bietet. Und es reicht nicht, wenn Sie einen Standort vermarkten wollen, der so viel Attraktivität besitzt. Von der vom wirtschaftlichen Potenzial, vom kulturellen Potenzial her, auch vom Wirtschaftsstandort, IT-Branche. Es sind viele große Firmen hier in Darmstadt und keiner weiß es, dass es in Darmstadt ist. Firma Merck, Software AG, Telekom etc. pp. Das im Zuge der Akquise für einen Standort muss man stärker vermarkten. Und es dürfen Prozesse auf kommunaler Ebene nicht auf parteipolitischer Ebene verwaltet werden, mit Hinblick auf den Bund, sondern sie müssen dynamisch gestaltet werden. Das ist mein Ziel.
Es ist auf der einen Seite ein Zeichen für die Attraktivität eines Standortes, wenn Leute hinzuziehen wollen. Und wir haben in Darmstadt ja nun die Situation, dass wir nicht genug Bauflächen haben, um großzügig Neubauten zu schaffen. Aber wir haben eines, wir haben am Beispiel der Konversionsflächen Flächen sehr, sehr lange schon leer stehen. Und für mich ist die Frage oder die Aussagen, die dazu bislang getroffen wurden, warum das so lange leer steht und es da keine Interimslösungen gab, nicht damit geklärt, dass man sagt, die BIMA ist daran schuld. Die BIMA ist nicht daran schuld. Ausschließlich ist es verständlich, dass die BIMA keinen Präzedenzfall schaffen wird in Bezug auf Darmstadt. Was die CDU vorhat, ist natürlich speziell im Falle der Umwandlung von Konversionsflächen, dass jetzt solche Filetstücke an Grundstücken nicht ausschließlich in die Hände von sogenannten Heuschrecken fallen. Irgendwie müssen sie ja Gelder generieren, wenn zum Beispiel eine Stadt wie Darmstadt aufgrund der Haushaltslage nicht Eigenmittel zur Verfügung hat, dass man so einen Prozess so gestalten kann, dass der Bürger letztendlich davon auch profitiert. Also meine beiden Themen sind natürlich Familienrecht und die Gesundheitspolitik. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass mal das System der ehebezogenen und familienbezogenen Leistungen aufeinander angepasst wird. Im Moment funktioniert das nicht. Das liegt nicht daran, dass einer gepennt hätte, sondern das liegt daran, dass im Laufe der Zeit immer ein paar Leistungen dazugekommen sind, ohne dass man die Leistungen vorher mal grundsätzlich reformiert hätte. Der Bundesrechnungshof hat beispielsweise vor kurzem festgestellt, dass die Doppelberechnung von Unterhaltsvorschuss, Hartz IV und Wohnungsgeld insgesamt 160 Millionen Euro kostet. Nur weil man diese alle doppelt berechnet. Das macht gar keinen Sinn. Dann gibt es noch den Kinderzuschuss. Das hat damals die SPD eingeführt, die Frau Schmidt. Das ist ein ganz grauenvolles Gesetz, kann eigentlich gar keiner berechnen. Das berechnen die mit einem PC. Sie vertreten ja dann auch den Wahlkreis Darmstadt in Berlin. Was sind denn die dringendsten Probleme hier, die dann auch in der Bundeshauptstadt behandelt werden müssten aus Ihrer Sicht? Also da springt ja ins Auge, das ist natürlich die BIMA-Situation. Wir haben ganz viele Konversionsflächen. Ich bin ja Stadtverordnete auch in Griesheim. Wir haben auch eine Konversionsfläche in Griesheim, was ein Riesenproblem ist, weil die eigentlich örtlich zu Darmstadt gehört, aber über Griesheim angebunden ist. Wir haben ganz viele Wohnungen, die einfach leer stehen, die man schon lang hätte als Wohnraum zur Verfügung stellen können, wo man einfach hätte was machen müssen. Deswegen ist es auch ein bisschen zu kurz gesprungen zu sagen, wir haben hier zu wenig Wohnungen vor dem Hintergrund, dass wir ganz viele Konversionsflächen leer stehen haben. Das wäre das Erste, was man in Angriff nehmen muss. Mein Hauptthema ist soziale Gerechtigkeit. Eine gerechtere Steuerpolitik muss her. Wir müssen gucken, dass die Menschen wieder von ihrer Arbeit leben können. Dazu brauchen wir einen gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro. Wir brauchen eine Mindestrente von 1050 Euro, damit diejenigen, die ein Leben lang gearbeitet haben und im Niedriglohnsektor beschäftigt waren, auch von dieser Rente leben können. Ja, ich will bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das ist ja insbesondere hier ein Thema in Darmstadt. Dadurch, dass wir eine Mietpreisbegrenzung einführen wollen, dass die Wohnungsspekulation zurückgetrieben wird. Und wir wollen natürlich auch eine andere Energiepolitik in der Form, dass wir sagen, die Energiewende kann nicht einseitig von den Verbrauchern bezahlt werden, dadurch, dass man die Unternehmer von der Energiesteuer befreit. Und deshalb sagen wir brauchen auch eine Rekommunalisierung der Energieunternehmen. Bezogen auf Darmstädter Themen, was ist Ihnen da wichtig?
Das Darmstädter Thema ist für mich klar die Mietfrage. Das heißt also, wir brauchen in Darmstadt bezahlbaren Wohnraum. Es ist ein Skandal, dass wir auf dem BIMA-Gelände Wohnraum haben, der nicht genutzt werden kann, dass die Verhandlungen mit der BIMA an dem Profit, den die BIMA ja erzielen muss, scheitert. Wir sagen, die BIMA muss sich bewegen hin dazu, dass dieser Wohnraum für die Darmstädter und insbesondere für die Studenten genutzt wird.